Der Thyristor. In der Mitte auf jeden Fall wieder ein schwach dotiertes N-Gebiet, um die Spannung aufzunehmen. Die zwei angrenzenden Gebiete sind auf jeden Fall P, ein parasitärer PNP-Bipolartransistor. Und das Schaltsymbol, das ist jetzt entgegen der Topologieansicht von der PIN-Diode, ist das so rum zu sehen. Sieht fast aus wie eine Diode mit so einem kleinen Nippel, wo man das Ganze zünden kann. Der Thyristor kann eingeschaltet werden, kann also auch in Vorwärtsrichtung sperren. Der Strom durch das Bauteil fließt also in die Richtung. Und hier spricht man dann auch von Anode. In diesem Fall ist die hier unten. In der Diodenansicht war hier Anode, da Kathode. Und in der Thyristoransicht ist es umgekehrt. Das kleinere von beiden ist das Gate. Und das größere ist die Kathode, die den Nennstrom führen muss. Und hier am Kathodenkontakt haben wir ein, ich zeichne mir das mal so, dann kann man es besser sehen, N-Plus-Gebiet. Also man sieht parasitärer PNP, Bipolartransistor und parasitärer NPN-Transistor. Zur Erinnerung, Bipolartransistor ist das hier. Kennlinie. Erst der Graph, dann die Achsenbeschriftung. I, der Strom durch das Bauteil. Und U, Spannung über dem Bauteil. Analogisierend zur Diode fällt es sich in Vorwärtsrichtung ähnlich. Wir haben eine Schwellspannung. Wir zeichnen das jetzt aber erstmal so mit ein bisschen Abstand. Und bis US kann man das leicht gestrichelt machen. Dann können wir in Vorwärtsrichtung sperren, haben wir gesagt. Und jetzt die Preisfrage. Das hier nennen wir UB0. Wie groß ist das? Wie groß ist das? Wieder hier idealerweise. Kleiner 1 Volt, UB0 möglichst groß. Um das zu verdeutlichen, kann man hier noch sowas einzeichnen. Einige KV könnte das sein. Bei größeren Temperaturen ist es ähnlich wie bei der Diode im Vorwärtsbetrieb. Und in Vorwärtsrichtung, Sperrrichtung, wird der Sperrstrom erstmal größer. Und UB0, die Durchbruchspannung, ist interessant. Die kann größer werden, aber auch kleiner. Ich nenne das jetzt hier mal T1. Und das hier T2 und mache da 2 Pfeile dran. Soll heißen, bei sehr großen Temperaturen T2 ist sehr viel größer als T1, kann UB0 auch wieder kleiner werden. Ansonsten ist das hier analogisierend für eine Diode im Sperrbetrieb. Rückwärts sperren kann das Teil auch. Kann man sich ganz einfach merken, ist vergleichbar mit der Diodenkennlinie. Die Linien haben wir nicht bis unten durchgezeichnet. Hier gibt es jetzt zwei Werte, die wichtig sind. Einmal der Haltestrom, IH, und einmal der Latchstrom, IL. Vorwärts-Sperrverhalten. Wenn die Temperatur steigt, dann wird UB0 erstmal größer und ab gewissen Temperaturen auch kleiner im Gegensatz zur Raumtemperatur. Rückwärts-Sperrverhalten. T steigt, daraus folgt UBR wird größer. Gleiche Begründung wie bei der Diode. Das kann man auch messen oder sich grafisch darstellen lassen über der Temperatur. Hier, das ist UBR und UB0. UBR, wie bei der Diode, immer so. UB0, so, wird ab einer gewissen Temperatur dann wieder kleiner. Warum ist das so? Wegen der parasitären Bipolartransistoren und der Temperaturabhängigkeit der Stromverstärkung, die wir hier in der Nachbarspalte grafisch aufgezeichnet haben. Beta ist eine Funktion von der Temperatur, die Stromverstärkung. Und wir befinden uns ja hier in einem Betriebsbereich, wo der Strom durch das Bauteil möglichst klein ist. Also Preisfrage, wie groß? Viel kleiner, Milliampere, möglichst klein. Das heißt, für uns gilt dieser Bereich hier, wird die Zündbedingung eher erreicht. IL wird kleiner. IL ist also quasi der Zündstrom. Der Strom, der dann fließt, iletsch, wenn ich das Bauteil gezündet habe. Bei größeren Temperaturen wird das kleiner. Können wir uns hier mal eintragen. IL bei höheren Temperaturen in Rot. Zündbedingung wird eher erreicht, mein Bauteil schlägt schneller durch. Für diese beiden Fälle hier, UBR wird größer, UB0 wird größer, ist die physikalische Begründung folgende. Temperatur steigt, das bedeutet für die Vorwärts- und Rückwärtsspannung, UBR steigt und UB0 steigt, da die Beweglichkeit der freien Ladungsträger zunimmt und dadurch ein Lawinendurchbruch verhindert wird, sprich die mittlere freie Weglänge wird kleiner. Bei größerer Temperatur wird also der Latchstrom kleiner, aber auch der Haltestrom IH tragen wir uns oben auch ein. Das ist der Strom, der mindestens fließen muss, damit der Thyristor, das Bauteil, anbleibt und nicht von alleine ausgeht. Und den bestimme ich ja durch meinen äußeren Aufbau. Hier das Übersichtsbild vom Thyristor mit den vorhergehenden Betrachtungen.
beim Thyristor auf die Frage, wo liegt Plus, wo liegt Minus an? Was gemeint ist, ist sowas wie, hier lege ich ein positives Potenzial an in der Regel, hier ein negatives und mein Laststrom fließt somit in diese Richtung.